Ach, wie süß! Warum reagieren die meisten so, obwohl ein Eichhörnchen auch nur eine Ratte mit einem buschigen Schwanz ist? Weil Ratten haben keine Lobby. Lobbyismus, also Beeinflussen der Meinung und der Entscheidungen in der Politik. Darüber wird aktuell wieder viel diskutiert. Was genau Lobbyismus ist, wo er wichtig für unsere Gesellschaft ist und wo er problematisch wird. Jetzt! In diesem Video geht es um die Geschichte des Lobbyismus. Warum gibt es den überhaupt? Warum ist der auch wichtig? Und konkrete Beispiele dafür, wo und wie er was gebracht hat. Und in diesem Video spreche ich auch mit einer Vertreterin vom lobbyismuskritischen Verein Lobby Control. Die setzen sich für mehr Transparenz ein und sagen zum Beispiel, Lobbyismus ist eine absolute Gefahr für die Demokratie. Ein Journalist aus Berlin, der ist auch mit in diesem Video dabei und der berichtet, wie das so abgeht in Berlin. Limousinen, die vorm Bundestag vorfahren, Leute, die da ein und ausgehen und keiner weiß eigentlich, zu wem gehören die, mit wem treffen die sich. Und auch noch dabei eine Abgeordnete von den Grünen, die erzählt, wie sie Lobbyismus als Politikerin erlebt. Und jetzt ab in medias res, wie der Arzt sagt. Die Lobby, das ist das englische Wort für Vorhalle und das kennst du wahrscheinlich eher aus dem Hotel, aber auch die Wartehalle beim Parlament wird Lobby genannt. Und früher standen da eben die Dudes, haben auf die Politiker gewartet und versucht, denen klarzumachen, was denn jetzt gerade für sie Phase ist. Denn im Grunde genommen ist Lobbyismus exakt das, Interessensvertretung. Jemand möchte Einfluss auf politische Entscheidungen oder die öffentliche Meinung nehmen. Dieser jemand vertritt einen Interessensverband. Dieser jemand ist ein Lobbyist, also jemand, der früher in so einer Lobby gewartet hätte und deswegen so heißt. Der oder die, der macht das eben für so einen Interessensverband. Das kann sein, ein Wirtschaftsverband. Zum Beispiel der Verband der Automobilindustrie, der Deutsche Zigarettenverband, der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie. Ein Sozialverband kann das sein, wie etwa der Sozialverband VDK Deutschland, die katholische Arbeitnehmerbewegung, die Arbeiterwohlfahrt. Eine Umweltschutzorganisation, also Greenpeace, der WWF oder der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und auch eine Gewerkschaft ist so ein Interessensverband, beispielsweise IG Metall, Verdi und die Gewerkschaft der Polizei. Oder eben ein Arbeitgeberverband. Da fällt mir der Arbeitgeberverband Gesamtmetall ein, der Bundesarbeitgeberverband Chemie oder der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland. Und was genau machen jetzt LobbyistInnen? Zum Beispiel Kontakte mit PolitikerInnen pflegen, sich treffen, reden, vielleicht mal ein Käffchen im Abgeordnetenrestaurant. Die bereiten außerdem Infos aus dem entsprechenden Verband auf, verbreiten die über vielleicht Social Media oder sie schreiben klassische Pressetexte und manchmal, da liefern sie auch schon Entwürfe für einen möglichen Gesetzestext mit. Lobbyismus ist nicht grundsätzlich schlecht. Lobbyismus ist sogar fest mit unserer Demokratie verbunden. Und das ist auch logisch. Stell dir vor, du bist jetzt neu gewählter Politiker im Bundestag und dann heißt es, Mensch, Schmidti, heute hast du direkt eine Ausschusssitzung zum Finanzmarktstabilisierungsfortentwicklungsgesetz. Dann bist du ja auch erstmal darauf angewiesen, dass es da jemanden gibt, der dir ein paar Infos zukommen lässt. Worum geht's denn da eigentlich? Weil Politik und Gesetzgebung, das ist ja im Grunde alles Theorie. Es gibt im Bundestag den wissenschaftlichen Dienst. Der kann das dann übernehmen. Und auch LobbyistInnen können da die Sicht aus der Praxis einbringen. Hey, das Gesetz hier, na, das ist so ein bisschen unpraktisch und ein bisschen fehlerhaft und es macht mehr Ärger. Da kann Lobbyarbeit was verbessern. Beispiel München, Corona. Da wollte der Stadtrat es Betrieben einfacher machen, draußen mehr Gäste zu bewirten. Auf dem Gehweg oder auf Parkplätzen, was sonst nicht erlaubt ist. Damit die eben die Ausfälle wegen Corona besser kompensieren können. In dem entsprechenden Beschluss des Stadtrats stand dann aber an der wichtigen Stelle, das gilt für Schank- und Speisewirtschaften. Und damit waren Cafés und Eisdielen raus aus dem Game. Deren Vertreter haben dann gesagt, Leute, schwierig für uns. Und deswegen hat der Stadtrat diesen Fehler korrigiert. In Politik und Öffentlichkeit Interessen zu vertreten, das ist erstmal unproblematisch. Problematisch ist das Ungleichgewicht. Von den Verbänden, die ich vorher aufgezählt habe, ne, da gibt es welche mit richtig viel Geld. Und dieser Verband, der kann dann unter Umständen mehr Einfluss nehmen als ein kleiner, gemeinnütziger Verein. Und damit meine ich jetzt nicht, dass dieser eine Verband genug Geld hat, um direkten Politiker sich zu kaufen, sondern der hat zunächst mal mehr Leute, die für ihn arbeiten. Der hat mehr Geld für geile Kampagnen. Der hat auch mehr Zeit, die er da reinstecken kann. Auch das hat man bei Corona erkennen können. Firmen mit mehr Geld und professionellen LobbyistInnen, die hatten vorher schon gute Kontakte in die Politik, die sie dann in der Krise natürlich auch direkt nutzen konnten. Die Autoindustrie, die
Luftfahrt, die deutsche Fußballliga mit echten persönlichen Kontakten vor der Krise, die hatten es da viel leichter als ein kleinerer Kulturbetrieb, ein Kinobetreiber, ein Kleinkunsttheater, ein Sportverein, der dann erstmal eine Mail schreibt, ja, wir kennen uns nicht, aber bitte Hilfe. Das hat der Lobbyist Florian Eckert im Deutschlandfunk erzählt. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Und das Ganze wird dann natürlich tricky, wenn PolitikerInnen Lobbyismus betreiben. Wenn PolitikerInnen sich für ein Unternehmen einsetzt, das da ist, wo er oder sie herkommt, wo er oder sie gewählt wurde, dann ist das verständlich und durchaus auch üblich. Dafür ist er oder sie ja auch vielleicht gewählt worden. Kritischer wird's, wenn das Unternehmen ein Tabakkonzern ist und der Politiker, die Politikerin sich gegen ein Zigarettenwerbeverbot einsetzt. Oder eben, wenn ein Politiker, der Mitglied des Bundestags ist, Lobbyismus für eine US-Firma macht, indem er einen Brief an den Wirtschaftsminister schreibt, darin um Hilfe für die Firma bittet und es danach bei der Firma heißt, für diesen geilen Brief müssen wir uns bedanken mit Aktienoptionen und einem Direktorenposten. Damit hätte dieser Politiker seine Rolle als Abgeordneter genutzt, um die Türen zum Wirtschaftsministerium aufzumachen. Das Problem, das ist alles so furchtbar undurchsichtig, das ist nicht transparent. Denn anders als in vielen anderen EU-Staaten gibt es in Deutschland kein umfassendes Lobbyregister, wo zum Beispiel erstmal stehen würde, wie viele LobbyistInnen gibt es überhaupt und für wen arbeiten die? Es gibt Schätzungen, die gehen davon aus, allein in Berlin sind es 5.000. Das wären dann 7 LobbyistInnen pro Mitglied des Bundestags. Es gibt zwar eine Lobbyliste, aber die ist nur für Verbände, also nicht für Initiativen, Anwaltskanzleien, Thinktanks, NGOs. Und sich da einzutragen, ist auch freiwillig. Der Verein Lobby Control, der setzt sich schon lange für ein verpflichtendes Lobbyregister in Deutschland ein. Christina Deckwirth, die ist von Lobby Control und mit der spreche ich jetzt. Frau Deckwirth, Lobby Control sagt, Lobbyismus höhlt die Demokratie aus. Auf welche Weise denn? Lobbyismus in seiner derzeitigen Form ist durch massive Machtungleichgewichte geprägt. Das heißt, es gibt einige gesellschaftliche Gruppen, die sehr viel mehr Zugang haben zur Politik. Das sind vor allem größere Unternehmen und Wirtschaftsverbände. Und es gibt andere Gruppen, die sehr viel weniger Zugang haben. Zum Beispiel Umweltverbände oder auch Verbraucherschutzverbände. Dort gibt es einfach nicht so viel Geld und dort gibt es nicht so viele Zugänge. Und das heißt, diese gesellschaftliche Ungleichheit, die ja insgesamt vorhanden ist, spiegelt sich auch im Lobbyismus wider. Und wenn so die Politik sozusagen unterschiedlich Einfluss genommen werden kann, dann ist das auch ein Problem in dem Sinne, dass auch Entscheidungen durchaus verzerrt werden. Außerdem haben wir ein großes Problem mit Transparenz. Es ist häufig nicht klar, wer in welcher Form auf die Politik Einfluss nimmt. Und auch das ist ein Problem, wenn Bürgerinnen und Bürger gar nicht wissen, was da passiert. Also auch das ist eine Sache, die Demokratie durchaus aushöhlen kann, wenn viel im Dunkeln läuft, in Hinterzimmern läuft. Würden Sie sagen, dass Lobbyismus über die vergangenen Jahre zugenommen hat? Also ist er schlimmer geworden? Ist das mehr geworden? Das würde ich gar nicht unbedingt so sagen. Also was zugenommen hat, ist die Diskussion über Lobbyismus. Das ist durchaus etwas Positives. Die Menschen interessieren sich sehr viel dafür, was passiert. Und wie wir jetzt im Fall Amthor sehen, gibt es dann auch große Empörungen und eine breite Diskussion und wirklich auch der Wunsch, dass sich da etwas verändert. Und das ist etwas, was die Leute frustriert, aber durchaus auch in dem Sinne bewegt, dass sie sich, ja, wie gesagt, Veränderungen wünschen, dass endlich was passiert, dass zum Beispiel Lobbyregulierung endlich umgesetzt wird. Was ist denn aus Ihrer Sicht wichtig? Was hilft denn, den Lobbyismus zu regulieren, zu strukturieren? Ja, wir brauchen ganz klar Regeln für Lobbyismus. Es gibt zum Beispiel in Deutschland keinerlei Transparenzpflichten für Lobbyisten. Es gibt kein Lobbyregister. So etwas gibt es in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, in Kanada, aber auch in vielen europäischen Ländern, Großbritannien, Frankreich zum Beispiel, Irland ist auch ein sehr gutes Beispiel. Das gibt es in Deutschland nicht und das ist wirklich ein gravierendes Problem. Hier hinkt Deutschland auch im internationalen Vergleich weit hinterher. Das heißt, wir können gar nicht zum Beispiel sagen, wie viele Lobbyisten es zum Beispiel in Berlin gibt, obwohl wir wissen, dass das natürlich auch eine Hauptstadt des Lobbyismus ist, sehr viele Unternehmen hier Konzernrepräsentanzen haben. Das Lobbyregister ist in der Diskussion, auch jetzt gerade ganz aktuell und ist natürlich durch die ganze Amthor-Debatte auch nochmal stärker in den Fokus gerückt, sodass wir hoffen, dass jetzt die Chance besteht, dass es endlich zu diesem Lobbyregister kommt.
Das ist ja jetzt auch nicht der erste Skandal um einen Politiker, den es gibt. Es gibt ja auch ihren Verein nicht erst seit gestern und es ist auch nicht der einzige Verein, den es gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch noch Abgeordnetenwatch, es gibt Transparency International Deutschland, die sich ja alle seit Jahr und Tag dafür einsetzen, dass es so ein Lobbyregister endlich gibt. Warum diskutieren wir denn nur darüber? Also, welche Lobby arbeitet denn da dagegen? Es ist vor allem die Union, die tatsächlich jahrelang blockiert hat. Es gibt sonst sehr viel Zustimmung aus den anderen Parteien, sogar von Unternehmensverbänden, wie zum Beispiel dem Verband der chemischen Industrie. Die stehen auch voll dahinter, dass es ein Lobbyregister geben sollte. Also es sind noch nicht mal unbedingt die Lobbyisten selbst, sondern es ist ja die Union, wo jetzt aber auch der Widerstand bröckelt, schon seit einigen Monaten, wo es auch Gespräche gibt. Und weswegen wir auch ganz optimistisch sind, dass es tatsächlich zu diesem Lobbyregister kommt. Im Übrigen gibt es aber auch noch andere Lobbyregulierungen. Also es gab ja zum Beispiel oder gibt es auch immer noch häufig Affären oder Skandale um Seitenwechsel, dass also Politiker nahtlos in die Wirtschaft wechseln. Und auch da haben wir jahrelang Druck gemacht, dass es da Regelungen gibt. Wir haben eine sogenannte Karenzzeit gefordert oder auch so etwas, was man auch in anderen Ländern eine Abkühlphase nennt für Politiker, dass sie also nicht nahtlos wechseln können. Und zu dieser Karenzzeit ist es auch tatsächlich gekommen. Wenn es, wie Sie sagen, vor allem die Union ist, was sind denn da die Argumente? Ja, das ist wirklich, fragen wir uns manchmal auch, wie kann man eigentlich noch dagegen sein? Es ist doch, müsste doch selbstverständlich sein, dass Lobbyismus transparent sein müsste. Aber es gibt natürlich in der Union durchaus viele Verbindungen zu Lobbyisten, gerade zu Wirtschaftslobbyisten. Es gibt Vorbehalte, dass zu viel offengelegt werden müsste. Und es gibt teilweise auch ein Unverständnis dafür, was so ein Lobbyregister denn überhaupt bedeutet. Und vielleicht die Sorge, dass dort ja, es zu viel offengelegt werden müsste oder dass es zu bürokratisch ist. Wenn wir in andere Länder schauen, ist es nicht so, dort funktioniert ein Lobbyregister auch und ist wirklich sehr hilfreich für den politischen Prozess. Berlin, das ist ja the place to be für LobbyistInnen. Was geht denn da wirklich ab? Das frage ich jetzt Achim Wendler, der ist Journalist im ARD-Hauptstadtstudio. Wie ist es? Ist es wirklich so, dass da die Limousinen vorm Bundestag vorfahren, die Leute steigen ein und gehen ein und aus dem Bundestag und du weißt hier, ja, der gehört doch zu irgendeinem Pharmakonzern, der arbeitet für die Autoindustrie und die hier, die gehört doch zur Tabaklobby. Also Achim, was bekommst du da wirklich konkret mit in Berlin? Natürlich gibt es Lobbyismus in Berlin und zwar nicht zu knapp, aber dieser Lobbyismus sieht anders aus, als du das gerade beschrieben hast. Wäre das so, dann wäre das wie früher im amerikanischen Parlament. Da haben die Lobbyisten vor dem Plenarsaal gewartet und die Politiker auf dem Weg zu den Abstimmungen abgefangen. Und haben dann gesagt, hör mal, wenn du nicht so abstimmst, sondern anders, dann wird das aber schwierig mit deiner Wiederwahl. So ist das nicht. Die Leute, die da sitzen, sind auch keine Lobbyisten, sondern das sind Journalisten. Eine andere Art von Wegelagerern, würde vielleicht Helmut Schmidt sagen. Und draußen vor dem Bundestag stehen zwar viele schicke Limousinen, schwarze E-Klasse Mercedes, aber die gehören nicht Lobbyisten, sondern der Fahrbereitschaft des Bundestages. Damit lassen sich die Politiker herumfahren. Also Lobbyisten kommen hier nicht fett vorgefahren mit S-Klasse, drei Referenten im Schlepptau und dann laufen sie durch die Gänge und quatschen die Politiker an. Nein, Lobbyismus findet statt diskret und gezielt. Gezielt heißt, die Lobbyisten suchen sich die Fachpolitiker, die in den wichtigen Ausschüssen sitzen, die die Gesetzgebung für die jeweiligen Bereiche machen. Und die Gespräche finden dann auch nicht zwischen Tür und Angel statt, meistens, sondern man lässt sich einen Termin geben im Abgeordnetenbüro oder man trifft sich in einem Restaurant am Rande des Regierungsviertels. Das ist Lobbyismus. Halte ich übrigens nicht für problematisch, denn Lobbyismus ist ja nicht nur Tabakkonzerne und Pharmakonzerne, sondern auch Gewerkschaften machen Lobbyismus und Windkrafthersteller. Alle. Das Entscheidende ist, dass der Bundestag am Ende einen guten, ordentlichen Kompromiss aus all den unterschiedlichen Lobbyistenvorstellungen und Wünschen zusammenzimmert. So, und wie sieht das jetzt im Alltag einer Politikerin aus, die ja tagtäglich mit LobbyistInnen zu tun hat? Ekin Deligöz ist Bundestagsabgeordnete für die Grünen und meine erste Frage ist, wie ist denn Ihre Definition von Lobbyismus? Naja, es gibt verschiedene Formen von Lobbyismus. Ich würde die Verbände, also wenn ich jetzt die Lebenshilfe oder den Kinderschutzbund, wo ich selber auch aktiv bin, die mit einer konkreten Idee einer gemeinschaftlichen Auftrags unterwegs sind, das auch in unserer Verfassung niedergeschrieben ist, wie zum Beispiel Kinderrechte, Gleichberechtigung Mann und Frau, Rechte von Menschen mit Behinderung oder so, das würde ich jetzt noch nicht als negativen Lobbyismus bezeichnen. Aber Lobbyismus, wo sich Menschen durch bestimmte Entscheidungen geldwerte Vorteile verschaffen für ihre individuellen Interessen,
das geht bei mir schon eher ins negative Lobbyismus. Und da sind wir als Abgeordnete angehalten, dazwischen auch zu unterscheiden zwischen Interessensvertretern, Interessensvertreter für bestimmte Gruppen, die es auch in der Gesellschaft gibt, die womöglich sich selbst nicht vertreten können und deshalb auch diese Interessensvertretung brauchen, und den Interessensvertretern, die im Prinzip eher individuelle, monetäre, wirtschaftliche Vorteile für sich selbst rausschlagen können wollen. Das heißt dann also für Sie ganz klar, es gibt auch guten Lobbyismus. Wenn Sie es so halten, ja. Ich meine, wenn hier Menschen auftreten und sagen, wir treten ein für die Rechte von gerade diese Beispiele, die ich genannt habe, ja, für eine besondere Gruppe, dann ist es auch erwünscht, dass sie ihre Meinung mit dazu beitragen. Und wir wollen das ja in den Expertengremien auch. In jeder Ausschussanhörung, und die Ausschüsse machen Anhörungen, laden wir sie geradezu dazu ein, ihren Beitrag dazu zu leisten, weil die Menschen, die von den Gesetzen betroffen sind, sollen auch eine Möglichkeit kriegen, mitzureden, ihren Blickwinkel einzubringen, ihre Betroffenheit mit rein zu signalisieren, damit wir dann als Wissensmanagement das nicht nur bei uns adaptieren, sondern damit wir informierte Entscheidungen treffen für diese Menschen. Das ist auch nichts Verkehrtes, sondern das ist gut und wichtig. Es wird nur gefährlich, wenn es dann eben nicht nur um das Interesse einer Gruppe geht, sondern um Vorteile und individuelle persönliche Vorteile, für die eher, wie gesagt, wirtschaftlich monetär orientiert sind. Ich stelle mir das als Politiker schwierig vor. Also wo ziehe ich denn da die Grenze? Gibt es da konkrete, verbindliche Richtlinien oder muss man da auf sein Bauchgefühl hören? Es gibt beides. Natürlich gibt es Grenzen. Alles, was ich persönlich materiell oder immateriell an Vorteilen habe, sollte ich auch als Abgeordnete nicht nur kenntlich machen und transparent darstellen, das ist für mich Pflicht, sondern zum Teil, also wenn es gerade um geldwerte Vorteile geht, müssen wir und sollten wir sie auch beim Bundestagspräsidenten melden. Wir Grünen sind ja dafür, dass wir diese Meldepflichten weit ausweiten. Im Moment geben sie das so in Cluster ein, sondern dass es auch einzeln genannt wird, damit der Wähler, die Wählerin weiß, wen wähle ich in den Bundestag, wem übertrage ich dieses Mandat und was für Interessen vertritt dieser Abgeordnete außer meinen Interessen noch andere. Also das ist, finde ich, gehört zu einer Transparenzrichtlinie dazu. Das Zweite ist, es geht tatsächlich auch um Fingerspitzengefühl. Was will der Mensch? Mit wem gehe ich Mittagessen? Mit wem treffe ich mich wo? Zu welchem Thema? Das Treffen und das Informieren per se ist ja noch nicht das Dramatische, sondern inwieweit lässt man sich selbst dafür instrumentalisieren? Und noch schlimmer, der Extremfall ist eben nicht nur Treffen, Informationen einholen, sich danach dafür stark machen, sondern davon auch noch individuell profitieren. Das ist dann sozusagen Lobbyismus per se im Bundestag für individuelle Interessen. Das wird dann schon sehr, sehr gefährlich, weil es weder transparent noch nachvollziehbar noch immer im Interesse aller ist. Aus Sicht einer Politikerin, die in Berlin ist, der normale Bürger, die normale Bürgerin bekommt das ja nur mit, wenn es auffliegt. Würden Sie sagen, okay, und das sind dann auch wirklich nur die Fälle, die es gibt? Oder ist das, was wir mitbekommen, nur die Spitze eines Eisbergs von dem, was da tagtäglich passiert in Berlin? Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, diesen Urteil darüber zu fällen. Ich kann Ihnen nur sagen, jeder Abgeordnete ist sich selbst gegenüber auch verpflichtet, mit einem guten Gewissen diesen Job zu machen. Und dazu gehört für mich, möglichst viel Transparenz und Nachvollziehbarkeit herzustellen. Und zwar für die Menschen und den Menschen gegenüber, die uns ein Mandat übertragen. Das ist eine große Verantwortung, das ist etwas Großartiges in der Demokratie, gewählt werden zu können. Dass auch Menschen wie ich als Migrantin in diesem Land hier stehen kann und sagen kann, ich vertrete dieses Land und die Interessen der Menschen. Und damit sollten wir nicht leichtfertig umgehen. Und für mich gehört Transparenz absolut mit dazu. Es geht nicht darum, dass der eine gewählt wird und der andere nicht. Aber Sie als Wähler und Wählerin, Sie sollten wissen, wen Sie in den Bundestag schicken. Und diese Verantwortung heißt für mich, möglichst viel Transparenz auch herzustellen und auch Fragen zu beantworten. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, wie Lobbyismus funzt, wo er sinnvoll ist und wo problematisch. Wenn das so ist, dann freue ich mich über ein Like dieses Videos und ein Abo vom BR24-Kanal. Das kannst du hier machen, auch ganz ohne geldwerte Vorteile, da gibt es nur geile Videos. Eins davon, das findest du hier und das ist von den KollegInnen von der PULS-Reportage. Die waren mal in Berlin unterwegs, um zu schauen, welchen Einfluss haben Lobbyisten wirklich auf die Politik. Merci und ich sehe dich im nächsten Video.